Servus zusammen. Salve a tutti. In diesem kleinen Clip geht es um die Bayer. Da ist nämlich heute was passiert, das finde ich durchaus interessant und das wollte ich mal rüberrufen. Vor euch liegt der, was ist denn das? Das ist der 5-Jahres-Chart. Und auf den weise ich immer wieder hin, weil das war ein 1A-Trendkanal seit dem Oktober 2017. Ziemlich genau 5 Jahre. Jetzt hole ich näher ran. Weil es nämlich Folgendes passiert. Irgendwann, ich glaube, es war Ende Juli oder Ende August, habe ich gesagt, da waren sie irgendwo hier. Ich glaube, es war August. Ich habe gesagt, ich kann mir vorstellen, dass sie nochmal hier dran gehen. Die sind nochmal in diesen Trendkanal eingetaucht und bereiten sich jetzt gerade vor, da zu steigen. Es passieren verschiedene Dinge, die mir eigentlich ganz gut gefallen. Und zwar, das mache ich mal ein bisschen größer hier, dass ihr den besser seht. Das hier ist der Downtrend, Moment, mache ich auch noch raus, das hier ist der Downtrend seit Anfang Juni. Da waren sie so 67 rum, haben einen Doppeltop gemacht und sind dann weiter abgesoffen. Hier wurden, soweit ich weiß, auch irgendwelche Zahlen veröffentlicht, die nicht so toll waren, muss man ganz klar sagen. Bayer veröffentlicht die Zahlen am 8.11. vorbörslich. Die haben also noch ein bisschen Zeit. Die BASF, die Annelien, die kommen am Mittwoch, soweit ich weiß, auch vorbörslich. Früher gab es mal eine gewisse Korrelation zwischen den, so ähnlich wie Lufthansa und Fraport oder MTU und Airbus. Eine gewisse Korrelation. Die ist zwar ins Hintertreffen geraten, aber ich denke, wenn die Annelien-Zahlen gut sind, dann werden die von Bayer auch nicht so schlecht sein. Die haben nach wie vor genügend Vorsorge getroffen für diese ganze Glyphosat-Geschichte. Haben die einiges in den Büchern stehen und ich höre das Wort Glyphosat so gut wie gar nicht mehr oder irgendwelche Rechtsstreitigkeiten. Das ist also relativ ruhig geworden. Aber zurück zum Chart. Das ist der Downtrend. Jetzt wird der eine oder andere sagen, wieso ziehst du den hier drüber? Wenn ich solche Kerzen habe, dann gehe ich nicht an den obersten Punkt von der Lunte. Das mache ich nicht. Sondern ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Berührungspunkte. Und da sind wir jetzt heute durch. Wir schließen oberhalb von dem Downtrend seit Juni, oberhalb des oberen Bandes. 10-Tage-Linie kreuzt die 20er nach oben, ist also von der Trendfolge her auch positiv. Wir sind, kommen wir her, weiterhin noch im positiven Bereich über das MACD, sowohl über die moderne als auch über die traditionelle Sichtweise. Und auf sehr hohem Niveau dreht die Stochastik auch wieder nach oben. Der Wert gilt als überkauft, ja, aber das ist dann oftmals trendbestätigend. Das kann, ich zeige euch das mal, das kann sowas hier werden. Das hatten wir im März diesen Jahres. Dann haben sie einen wichtigen Chartpunkt genommen. Wir haben hier auch einen, der ist wichtiger, muss ich dazu sagen, weil ich gucke ja mehr auf die horizontalen Trends. Aber wir haben diesen Downtrend, sind dabei, diesen Downtrend zu brechen. Sondern sind die dann hier von, was war das, 53 hoch auf die 67. Das erwarte ich jetzt nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt hier, was waren das, 53 auf 67, 14 Euro, da wären wir bei 65, da wären wir hier. Das erwarte ich jetzt zwar nicht. Aber ich erwarte grundsätzlich hier eine Entlastung für die Aktie, die mal locker bis zur 200-Tage-Linie führen kann. Die 200-Wochen-Linie, dann will ich sie gleich auch zeigen, liegt ein bisschen drüber bei 57,23, also ganz grob so 60 Cent. Und guckt mal hier, wie die Woche aussieht. Auch hier gibt es eine Stabilisierung. Das gefällt mir gut. MACD wird positiv, hier wird es positiv. Auch da, jetzt verschiebt sich der Trend hier so ein bisschen. Also da nicht so drauf gucken, dass der jetzt hier genau drauf liegt. Ja. Aber aus Wochensicht sind die auch in Ordnung. Gehen wir zurück auf den Tag. Moment, hier sind wir. Okay, ich mache das mal ein bisschen größer, damit man es besser sieht. So, also es gefällt mir grundsätzlich ganz gut. Ich möchte gern jetzt momentan hier um 17.59 Uhr handeln Sie bei... In der Mitte bei 51,06. Die steigen ganz langsam. Ja, das ist also keine, nicht wirklich ein Renner, außer es kommen halt hier solche Dinger da mal rein. Aber grundsätzlich sind die Bayer, ja, sagen wir mal, volatilitätsärmer verglichen mit vielen, vielen anderen Aktien. Heimlich, still und leise steigen die nach oben. Und ich habe mir diese Scheine hier ausgesucht. Und zwar mal bewusst mit einem geringeren Hebel. Weil der eine oder andere sagte immer, oh, man muss schon wieder einen Hebel 20 machen, können wir nicht was Kleineres haben. Also ich habe jetzt mal bewusst kleiner genommen, einmal 7,4 für den Call. Das ist eine Basis 44,39 und da sind wir hier. Da sind wir noch an oder unter dem Low vom 1.12. letzten Jahres, 7,4er Hebel.
Das ist die Kennnummer HB251Q. Wenn der morgen diesen Ausbruch bestätigt, ist das ein Schein, den man nehmen kann. Man kann dann aber auch näher rangehen und dann sich so einen 46er, 46er halber nehmen. Der hat dann halt mehr Drehzahl. Aber das ist der Schein, wenn ich da auch mal was länger halten will, den ich mir dann da aussuche. Als Put habe ich eingenommen 57,07, liegt hinter der 200-Tage-Linie. Ehrlich gesagt, den schaue ich mir erst dann genauer an, wenn der Wert diese Strecke vollzogen hat. Das ist im Moment ein 8,1er Hebel und der wird natürlich dann dementsprechend größer. Das ist die HB98ZT. Ich lese jetzt hier schon vereinzelt in den verschiedenen Journalen, dass Dividendenrendite, bla bla bla. Also da würde ich mal überhaupt nichts drauf geben, denn ich kann mir vorstellen, dieses und das letzte Jahr, die waren alle nicht so toll. Jedes Unternehmen hat absolutes Recht, seine Dividende zu kürzen, weil sie einfach nicht so viel verdient haben. Ich glaube, es wäre sogar fast ein Fehler, wenn bei schlechteren Gesamtzahlen die Dividenden gleich behalten werden würden. Das fände ich unsinnig aus unternehmerischer Sicht. Deswegen also die Dividendenrendite, was ich dann hier und da lese, weil viele Werte jetzt schon runtergekommen sind, die sind ja nicht ohne Grund runtergekommen. Die Dividendenrendite ist für mich das schwächste Moment, warum ich eine Aktie kaufen muss. Also jetzt mal auf längere Sicht. Und die HV von Bayer ist, glaube ich, April oder Mai nächsten Jahres. Ich habe jetzt nicht geschaut. Also ich meine, das ist zumindest mal ein Hingucker wert. Und wie gesagt, es gibt eine gewisse Korrelation zwischen Annelien und Bayer. Wenngleich die also in den letzten Jahren nachgelassen hat. Aber wenn die Annelien gut kommen, dann werden die Bayer auch zumindest gut erwartet oder gut gespielt. Wenn ich das sage, steigen sie auf 51,17 in der Mitte. Also ich mag die. Das sollte man sich unbedingt mal näher anschauen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.